So, meine lieben Freunde, es ist jetzt Freitagnacht. Wir sind ja gleich hier in Emsbüren stehen geblieben. Ich fahre jetzt los und dann sind wir Samstagvormittag auch zu Hause. Ach, mir ist wie weiter schlafen. Aber es nützt ja alles nichts, ich will heim. Also dann aufgezwickt und los geht's. So, ne, dann wollen wir mal. Ach nee, wird's wieder Samstag, bevor ich heimkomme. So. Jetzt noch die ganze Nacht fahren, das nervt. Hab ich eigentlich keinen Bock drauf. Mann, Mann, Mann. Ne, fährst du mal, ich warte nur noch auf dich. Ach, leid, 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 ehe manche so in die Gänge kommen. Hier vorne komische Dings. Irgendeine Fabrik. Was bauen denn die hier? Was stellen denn die hier her? Kies. Oder irgend sowas, Sand oder Kies oder sowas. Bestimmt irgendein Betonwerk. Wie es aussieht. Naja, was soll's? Mir egal. Leute, ich bin begeistert. Das läuft ja hier viel besser, als ich erwartet habe. Hab ja gerade mal ein bisschen was über 2,5 Stunden weg und bin schon übers Kreuz Hannover Ost drüber. Also wenn es gut läuft, dann kann man mit 4,5 Stunden in Helmstedt Pause machen, eine Dreiviertelstunde. Darauf arbeite ich jetzt hin. Da brauchen wir keinen Parkplatz hier uns suchen. Gibt ja eh keine Plätze. Boah, ja. Ich wollte jetzt gerade hier auf dem Parkplatz mal kurz raus, weil, na, ihr wisst schon, aussichtslos. Also drückt die Daumen, dass wir es schaffen bis Helmstedt. Pein ist immer hier schon vorbei gleich. Aber es ist trotzdem belastend, dass nachts gefahren. Alter. Wir machen so Abstandsmessung.
So, jetzt machen wir erstmal eine Dreiviertelstunde Pause. Ich bin hundemüde. Ich werde jetzt erstmal ein paar Minuten schlafen. Alter, bin ich fertig. Boah. Ne. Ach, schön. Ach, hier. Nee, ist ja alles überfüllt, die Parkplätze. Naja, jetzt machen wir hier erstmal Pause. Wird ein Schlimmer schon gemacht. Seht das, wo wir sind. Ach ja, wir sind in Helmstedt. So. Oh, bin ich fertig. Das Nachtsfahren ist nichts für mich. Das schlaucht ohne Ende. Ah, gleich hier. Gleich hier links ran. Wir wollen ja nicht übernachten. Ach so. 3:38 haben wir weg. Naja. So. Dann lasst uns mal weiterziehen. Ach, fahren wir mal wieder auf die Bahn. Drehen wir aber gleich hier um. Wenn hier nämlich Platz ist, brauche ich nicht erst bis dahinter fahren. Da kann ich mir das nämlich sparen. Das dahinter fahren. So, jetzt ist es gleich um 4. Naja, wir haben es ja bald geschafft. Ich werde bloß wahrscheinlich dann auf der 38 müssen. Weil ich es nicht bis um 7 runter schaffe von der 9. Ich wollte dann auf der A38 müssen und dann hinten runter über Zwickau, runter Zwickau fahren. Weil ja ab 7 Uhr ist ja auf der A9 Fahrverbot, Ferienfahrverbot. Thank you.
Na gut. Biegen wir mal nicht wie gewohnt hier rechts ab, sondern fahren geradeaus weiter. Weil ab 7 Uhr darf ich nicht mehr auf die A9. Und mittlerweile ist es ja nur schon 6:30. Also bringt es keine Punkte. Fahre ich die 14 gleich runter bis Partenaue. Dann die 38 vor. Und dann zwischendrin runter. Leipzig, Brunne. Die A14 ist die ständige Baustelle. Ich glaube, die werden da nie fertig. Ständig buddeln sie an irgendeiner anderen Stelle hier an der 14. Dauerbaustelle. Die Baufirma, die haben hier ein Abo auf die Baustellen. So, und jetzt geht's gleich auf die B2. Ich glaube nicht, dass wir so rum viel länger brauchen als andersrum. Da vorne steht das technische Denkmal. Der Schaufelradbagger. Heute ist gar keine Besichtigung gewesen. Naja, gut. Macht ja auch nichts. So, angekommen. Ach, jetzt ist Feierabend. Hab ich mir aber auch verdient. Von 23 Uhr an hier durchgebügelt. Gut, Platz habe ich auch noch gefunden. Und jetzt packe ich zusammen und dann geht's nach Hause. Also meine Lieben, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Haltet durch. Montag früh um 2:30 geht's hier los. Und dann stangenknitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Und tschüss.